Guten Nachmittag. Wie bin ich darauf gekommen? Tierhaltung und Menschenhaltung. Früher und heute. Nun, wir haben früher in der Schule gelernt, dass es so unterschiedliche Epochen gab in der Menschwerdung. Zuerst gab es die Urgesellschaft, da lebten Horden zusammen und ja, vielleicht haben sie sich auch manchmal bekriegt aus Neid oder sonst was. Dann gab es die sogenannte Sklavenhaltergesellschaft. Ich sag mal jetzt ganz einfach, typisch römische Verhältnisse, also wir kennen ja solche martialisch anmutenden Filme auch entsprechend, wo Sklaven entsprechend verkloppt wurden und ausgebeutet wurden und so weiter. Und naja, klar, gut. Danach kam der Feudalismus. Und was ich damals schon interessant fand, die Menschen damals mussten nur lediglich den sogenannten Zehnten, also den zehnten Teil ihres Einkommens abgeben. Dass das nicht immer leicht war für die Menschen, ist eine andere Sache, aber das war der zehnte Teil. Dann kam der Kapitalismus und mittlerweile sollte ja dann der Sozialismus den bösen Kapitalismus ablösen und der hat auch nicht funktioniert. Unwichtig, aber eins weiß ich, im Sozialismus hatten wir einen Steuersatz bis zu 95% und derzeit haben wir einen Steuersatz von ein paar 40%, aber wirklich besteuert werden wir doch circa zu 75%. Und. Das ging mir damals schon durch den Kopf und ich fand es interessant. Ich nehme das ganz bewusst als Nachtrag und jetzt lasse ich mal die Katze aus dem Sack, weil ich in diesem Fall das Video sozusagen vor Fremdmonetarisierung etwas schützen kann. So, das sage ich nicht nochmal. So, und wie kam ich aber insgesamt auf dieses ganze Thema? Ganz einfach, ich habe ein Video vorgestellt bekommen. Und zwar ist es eigentlich das gewesen, aber es gibt Leute, die laden das dann schnell wieder hoch, laden sich das irgendwie runter, laden es wieder hoch und beanspruchen dann auch noch Monetarisierung für sich. Ich finde, das macht man nicht. Ich habe mich dann auf die Suche nach diesem eigentlichen Video begeben. Ich werde euch das verlinken. Das läuft tatsächlich auf YouTube. Und ich habe gerade dieses Bild gewählt, weil es beleuchtet die Menschwerdung einerseits und auch die Art der Menschenhaltung. Und zwar einfach so, dass man erkennen kann, ja, wenn es wirklich so ist, dass die Menschen eigentlich nur ausgenutzt werden, und in meinen Augen ist es so, dann wurde dieses System der Ausnutzung immer perfider und immer widerlicher. Also, das Video heißt, die Art der Menschenhaltung ist an seinem Ende angelangt. Es wird uns dann auch zeigen, wo wir einerseits schon hingekommen sind, wo wir noch hinkommen werden und vielleicht auch, ob alles wieder gut wird, aber an wem es liegt, damit es endlich wieder gut wird. Es wurde von Mojo, ich nehme es jetzt mal Spanisch, Mojo Films produziert. Ich finde es sehr schön. Und auf dieser Seite, auf Joyce.net, diesen Link werde ich euch geben. Und mal ganz kurz noch ein paar Worte unter dem Video. Das machiavellistische System. Ich muss mal darauf eingehen, weil ich wusste auch nicht, was machiavellistisch ist. Das kommt von Machiavelli. Und zwar, ich zitiere aus Wikipedia, Machiavellismus ist eine im 16. Jahrhundert aufgekommene Bezeichnung für eine Niccolo Machiavelli zugesprochene politische Theorie, nach der zur Erlangung oder Erhaltung politischer Macht jedes Mittel unabhängig von Recht und Moral erlaubt es. Das muss ich nicht weiter verlinken, das kann jeder selber nachlesen. Einfach nur widerlich. Gut. So, und zu diesem Video, hier zu diesem Video, was wirklich schön, die Epochen und die verschiedenen Arten, Art als Kunst verstanden, die Kunst der Menschenhaltung beleuchtet. Wie es als Sklaven funktioniert hat, wie es später im Feudalismus funktioniert hat und wie es immer weiter vervollkommnet wurde und wie es uns glauben machen soll, dass wir eigentlich alle frei sind. Weil in dem Glauben an Freiheit und in dem Glauben, dass uns der Staat vor allem Bösen beschützt, haben wir immer noch die besten Möglichkeiten, uns zu entfalten. Und das ist ja letzten Endes dann auch die beste Möglichkeit, uns auszubeuten. Naja, gut. Also ich finde die Art, an dieses Video
an diese Betrachtungsweise der Menschheit heranzugehen, die finde ich faszinierend. Das sind 15 Minuten und sagen wir rund 16 Minuten, aber die lohnen sich wirklich anzuschauen. Und auch wie in diesem Video, das ist schon älter, das ist von, na, jetzt sehe ich es hier nicht gleich, es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre im Netz. Es hat schon 600.000, 665.000 Zugriffe und es werden hoffentlich noch mehr, denn das macht Aufwachen. Wunderbar gemacht, ich finde es sehr gut gemacht. Und empfehle es deswegen ausdrücklich. Ah ja, 15 Minuten 46, aber ich kann jetzt nicht erkennen, von wann es ist. Naja gut, wie gesagt, vor etlichen Jahren schon. Aber es hat es in sich. Und ich kann nur sagen, auch diese, sagen wir, dieser leicht vorgetragene Appell am Schluss dieses Videos, der gleicht meinem Appell. Leute, macht was. Macht was, aber macht's gut. Und in diesem Sinne wünsche ich wirklich viel Erkenntnisse beim Anschauen des Videos und vielleicht auch Vergnügen oder was auch immer. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.